Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Alexa Bliss ist verletzt, außerdem ein Update zu dem Saudi-Arabien-Vorfall und Randy Orton verlängert seinen WWE-Vertrag. Heute geht es mal wieder um Jordan Miles, der echt ein paar Probleme hat, seitdem sein T-Shirt released wurde, was er ja so ein bisschen rassistisch fand und damit jetzt so ein bisschen im Kriegsfuß mit der WWE steht. Jetzt hat er aber über Twitter gesagt, wenn die WWE sich nicht in den nächsten Tagen bei ihm meldet, dann wird er damit weitermachen. Dann wird er auf jeden Fall nochmal eins draufsetzen und seiner Stimme Gehör verleihen und da wahrscheinlich eine noch krassere Aufmerksamkeit auf diese ganze Nummer ziehen. Also der ist immer noch pissed. Taya Valkyrie, die Freundin von John Morrison, hat in einem Interview darüber gesprochen, wie es denn jetzt ist, da sie ja jetzt zum ersten Mal, nachdem sie jetzt so viel zusammen gemacht haben, in unterschiedlichen Promotions antreten, da ja John Morrison bei der WWE unterschrieben hat. Übrigens dazu gibt es noch keinerlei Meldungen, wann da jetzt mal genau was passiert. Trotzdem meinte sie, dass sie das auf jeden Fall auf die Reihe bekommen werden, dass sie natürlich trotzdem versuchen werden, alles irgendwie zu machen, damit die beiden sich trotzdem immer noch sehen. Und gerade am Anfang ihrer Beziehung hat sie sogar in Mexiko gelebt und da haben sie es ja auch geschafft, immer mal wieder dann zu dem anderen zu reisen und so weiter. Also die geben sich da extreme Mühe und auch da sollten hier keinerlei Probleme auf die beiden zukommen. Natürlich werden sie sich weniger sehen, aber die werden das schon hinkriegen, obwohl sie noch nicht so wirklich über das ganze Thema gesprochen haben, laut dem Interview auf jeden Fall. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass da eigentlich jetzt so gut wie gar nichts aktuell passiert, was jetzt mit John Morrison los ist. Aber irgendwie hat sie ja mit diesem Interview bekannt gegeben, dass das Ganze auch wirklich offiziell ist. John Morrison wird wieder zur WWE kommen oder ist da auch wieder. Nur wie die Einsetzung aussieht, das ist jetzt noch nicht klar. Dann gab es einen kleinen Twitter-Post, der auf ein Match hinwies, was für ihn eins der Traummatches sein könnte, und zwar Paige gegen Nia Jax. Darüber hinaus kam dann aber eher die Diskussion unter den beiden Wrestlerinnen, dass es doch ganz cool wäre, wenn Paige die Managerin von Nia Jax wäre. Also Nia Jax hat sogar auch zu Paige geschrieben, dass sie doch bitte managen soll. Und nachdem Paige jetzt von den Kabuki Warriors getrennt wurde, könnte man sowas theoretisch wirklich umsetzen? All Elite's Dr. Britt Baker, die Freundin von Adam Cole, baby, die hat jetzt nochmal bestätigt, dass Adam Cole wirklich zurzeit mit gebrochenem Handgelenk in den Ring steigt. Denn sie hat geschrieben auf das Match, was er am Montag bei Raw hatte, dass er der heißeste Mann mit einem gebrochenen Handgelenk ist. Und dass es irgendwann vielleicht auch mal heilen wird. Darauf natürlich bezogen, dass Adam Cole keinerlei Pause macht momentan in der WWE wegen dieser Verletzung. Und das so natürlich nicht so ganz gut heilen kann. Dann gibt es ein Gerücht darüber, dass man das Frauenmatch bei Raw geändert hat. Und zwar gab es ja das Match zwischen Charlotte und Natalya gegen den Kabuki Warriors. Und hier soll man wohl das ursprünglich anders geplant haben, als es jetzt war. Denn ursprünglich war der Plan, dass die Kabuki Warriors das Match gewinnen, um dann demnächst ein Match zwischen Asuka und Becky Lynch aufzubauen. Da gab es ja in der Vergangenheit sowieso schon mal so ein paar Aneinanderreibungen, die man hätte hier verwenden können für eine Fehde der beiden. Allerdings hat in diesem Match ja jetzt Natalya den Sieg geholt und das hat wohl was eher damit zu tun, dass Natalya natürlich durch dieses erste Frauenmatch in Saudi-Arabien sehr viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen hat und so wollte man sie nach diesem Ding nicht gleich wieder bei Raw verlieren lassen. Dann nochmal ein kleines Update zu CM Punk, denn demnächst startet ja die WWE Backstage Show und es ist nicht geplant, CM Punk dort einzusetzen. Also er ist nicht für diese erste Show eingeplant und er selbst hat ja auch vor kurzem bestätigt, dass er bei einem Tryout für Fox für diese Sendung war, aber dass Fox sich seitdem nicht wieder bei ihm gemeldet hat. Also es scheint wohl, dass diese ganze Sache hier noch viel weiter oben bei den Fox-Offiziellen entschieden werden muss, aber für die erste Episode ist er jetzt erstmal nicht mit dabei.
Denn wundern sich vielleicht einige, warum Alexa Bliss zurzeit nicht eingesetzt ist. Diese hat gerade eine Schulterverletzung und kann deswegen nicht in den Ring steigen. Was genau da kaputt ist, ob eine OP notwendig ist oder nicht, weiß man nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ja sehr wenig bekannt, nur die Tatsache, dass sie wegen einer Schulterverletzung ausfällt. Bei All Elite Dark wurde jetzt auch noch ein weiteres Match für Full Gear am Samstag bestätigt. Und zwar wird Bea Priestley antreten gegen Britt Baker. Ansonsten werden wir wahrscheinlich heute Nacht bei der All Elite Episode mehr erfahren. Die Preview dazu gibt es natürlich auch. Und den Livestream zu All Elite Full Gear, der wird am Donnerstag bei mir um 20 Uhr stattfinden. Also da einfach gerne vorbeischauen. Ich werde übrigens die Matches in 2K19 spielen, weil 2K20 auch nach 2 Patches immer noch so hardcore verbuggt ist, dass ich da einfach nicht die ganzen Leute aus dem All Elite Roster aus den Community Creations runterladen kann. Und damit muss ich den ganzen Spaß in 2K19 spielen. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber geht nicht anders. Joaquin Wild, der ehemalige DJ Z, war ja eigentlich jetzt vor kurzem in der WWE und war ja auch bei NXT eingesetzt und in dem Breakout-Tournament und so weiter und so fort. Allerdings hat der sich vor einer Weile im Performance Center einen Bruch der Augenhöhle zugezogen und war deswegen in Pause. Jetzt hat er aber bekannt gegeben auf seinem Instagram-Account, dass er wieder In-Ring-Freigabe hat. Das heißt, ab sofort darf er auch wieder eingesetzt werden. Dann gab es am Montag ein Backstage-Meeting rund um die ganze Situation, was jetzt mit dem Saudi-Arabien-Vorfall genau lief. Die WWE hat da auch offiziell bekannt gegeben, auch zu ihren Workern, dass es sich um mechanische Probleme handelte, also nichts Politisches, weshalb die ganzen Wrestler da festhingen. Allerdings muss man auch sagen, so wirklich kaufen die Superstars den WWE-Leuten das da nicht ab. Aber trotzdem müssen sie jetzt erstmal damit einverstanden sein, ist halt jetzt so gewesen und kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Außerdem ist Vince auch auf die Gerüchte eingegangen, die kursierten, weshalb die Ausstrahlung in Saudi-Arabien eine Stunde später stattfand. Das war ja laut Gerüchten so, dass da noch einige Rechnungen offen waren und Vince McMahon selbst die Ausstrahlung verhindert hat, solange bis da das Geld nicht auf dem Tisch lag. Hier soll es aber laut seiner Aussage so gewesen sein, dass die Regierung selbst 40 Minuten die Show verspätet starten lassen hat. Warum auch immer, auf jeden Fall war das eine Entscheidung von den Saudis. Trotzdem sind nach dieser ganzen Besprechung einige Leute immer noch pisst und da gab es eigentlich nur die Info darüber, dass die Leute, die im Vornherein schon sowieso unzufrieden sind in der WWE, dass die halt jetzt nur noch unzufriedener sind und die Leute, die halt vorher nicht unzufrieden sind, sind es jetzt durch diesen Vorfall aber auch nicht. Also da wird es jetzt keine Langzeitfolgen hergeben. Trotzdem war es halt alles eine ziemlich schwierige Situation und es gab dann auch noch ein Gerücht, dass Seth Rollins wohl auch nochmal eine kleine Ansprache gegeben hat, von wegen, dass die Leute lieber aufhören sollten, ihre ganzen negativen Gefühle über Social Media gleich rauszuballern. Da hat er selbst aber geschrieben, dass er während diesem Meeting oder davor und danach gar nichts gesagt hat. Also er weiß nicht, wo dieses Gerücht schon wieder herkommt. Von daher, naja. Ich würde sagen, das Thema schließen wir jetzt einfach mal ab. Ist halt alles nicht so geil gelaufen. Dann gab es jetzt die Ankündigung, für diese Woche SmackDown wird Tyson Fury mit am Start sein. Der hat ja Braun Strowman besiegt bei Crown Jewel durch Countout und wird jetzt aber scheinbar doch nochmal zu sehen sein. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob man hier noch ein weiteres Match mit ihm aufbaut. Ich gehe mal eher nicht davon aus, er selbst wollte ja unbedingt noch ein Match gegen Lesnar haben und ursprünglich wollte die WWE ja auch ein Lesnar-Match gegen Tyson Fury haben. Da Lesnar aber jetzt bei Raw ist und er ja zu SmackDown kommt, wäre das natürlich auch wieder ein komischer Aufbau. Aber naja, mal schauen, Tyson Fury bei SmackDown. Und dann gibt es noch ein Update zu Randy Orton. Dieser trollt ja schon seit Monaten, dass er hier und da sich Möglichkeiten offen lässt, vielleicht von der WWE zu All Elite zu wechseln. Und das Ganze ist jetzt auch passiert, beziehungsweise eher nicht passiert, denn Randy Orton hat einen 5-Jahres-Vertrag bei der WWE unterschrieben, bleibt also dort. Ich gehe sowieso nicht davon aus, dass er jemals geplant hat, die WWE zu verlassen, aber mit diesen ganzen Postings hat er sich natürlich auch wieder in eine sehr gute Position, was die Verhandlungen angeht, gebracht. Das wird also, denke ich mal, auch ein Teil gewesen sein, warum er das gemacht hat. Er bleibt also dann der WWE erhalten
Und 5 Jahre ist ja nun mal auch das, was die WWE ja sowieso immer versucht, jetzt die Talente sehr lange an sich zu binden. Und das ist mit Randy Orton hier auch wieder passiert. Das heißt, es wird weitere RKOs in der WWE geben. Und Freunde, dann war es das erstmal für heute mit den News. Gerne Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und natürlich auch Kanalmitgliedschaft werden. Das hilft nichts, Freunde. Das muss man machen für Supporten und natürlich für exklusive Videos. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Eure Meinung zu allen Themen gerne in die Kommentare. Diskutiert ein bisschen, kein Problem. Und ja, dann wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns am Donnerstag 20 Uhr im All Elite Livestream oder am Sonntag um 20 Uhr. Im Death Stranding Livestream. Das wird auch sehr interessant. Kommt da vorbei, macht nicht mehr so dolle. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!